Ja, mal wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Landwirtschaftssimulator 2015. Nach wie vor auf der Michigan Map. Ich glaube, diese Map werde ich wohl weiterspielen, denn ich habe zwar jetzt noch nicht alles rausgefunden, wo alles ist, weil kann man ja im Nachhinein alles feststellen. Aber wir werden jetzt erstmal hier unsere Maschinerie mal starten. Warum das jetzt hier so laggy ist, weiß ich nicht, aber nicht schlimm. So, das heißt, wir müssen jetzt alles nacheinander durchstarten. Und zwar starten wir als erstes mal vorne das Mähwerk. Als nächstes starten wir die Ballenpresse. Und jetzt müssen wir F1 drücken, weil ich das sonst nicht sehe. Starten als nächstes hinten die automatische Beladung. Automatisches Abladen stoppen. Starten. Ah, war schon an. Gut. Können wir das wieder ausmachen. Und ich würde sagen, Attacke. Wir fahren hier mit einem wahnsinnigen Moment. Kann es sein, dass wir bei der Ballenpresse eventuell einen kleinen Fehler drin haben? Yep. Jetzt passt es. Wir fahren mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von fast 10 km/h. Das ist irgendwie hier so eingestellt, dass wenn man dieses Mähwerk dran hat, halt eben nicht schneller fahren kann. So, das heißt, wir können hier auch wir können auch den Tempomaten einschalten. So, meine Idee war jetzt gewesen, da runter zu fahren, weil ich glaube, das Gefühl zu haben, dass die Bahnen nach darunter etwas länger sind. Helfer funktionieren hier leider nicht in dieser Variante. Also müssen wir halt alles selber machen. Aber auch das bekommen wir irgendwie hin, denke ich mal. Wir haben jetzt ja nicht mehr so viel Arbeit hier. Ja, kann jetzt ja wirklich einfach drauf losjuckeln hier. So, komm. Und eine große Kurve ziehen hier. Ich habe schon überlegt, ob ich da noch einen zweiten Anhänger hinter bammel, aber das Ganze wird dann hier von der Navigation ein bisschen problematisch, habe ich so die Befürchtung. Und so müssen wir es halt eben mit einem Hänger machen. Ja, ich könnte, oder man könnte hier natürlich Cosplay vielleicht irgendwann mal nutzen, aber dazu, müsste man sich damit so ein bisschen besser auskennen und sich damit auch mehr beschäftigen. Denn Cosplay ist ja relativ schön, was so die ganzen Abfahrergeschichten und so weiter betrifft. Und ist hier so ein Fehler drin, was ist das? Und es erleichtert einen die Sache halt eben erheblich, nur nützt mir das nichts, wenn es nicht eingefahren ist. Und da ich noch keine Cosplay-Kurse hier für die Michigan Map gefunden bzw. auch nicht mal gesucht habe, ist das natürlich so ein Ding. Aber naja, geht ja auch. Man ist zwar Tage unterwegs hier, aber es passt schon. Das ist eine geniale Kombi, oder? Muss man ja wohl echt mal sagen, ne? Man muss jetzt halt einfach nur darauf achten, diese Schicht noch und dann geht noch eine auf den Hänger hinten drauf. Dann muss man eben im Prinzip entladen und ein Stückchen vorfahren, weil sonst lädt er nämlich die ganzen Ballen wieder auf. Hier kommt schon das Grüne durch, das ist Unkraut. Denn diese Map hier arbeitet auch mit Unkraut. Man muss da halt eben irgendwann auch mal gegen Unkraut spritzen. Hier hat wohl irgendeiner Murks gesät. Oder da waren vorher andere Felder. Das könnte natürlich auch sein. Mit meiner zweite Lieblingsmaschine.
Weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Bitte mit dem Kaffee einschenken. Naja. Kann ich in der nächsten Runde, also in der nächsten Bahn, werde ich das mal machen, wenn ich mir einfach mal ein Käffchen holen. Jetzt müssen wir darauf achten. Zwei Ballen gehen noch drauf. Schaffe ich die noch bis hinten hin? Wird knapp, ne? Ja, doch, geht. Oh, ein bisschen langsamer fahren. Und schmeiß das Ding runter. Okay. So, jetzt entladen wir den. Jetzt entladen wir den, wenn wir denn auf dem richtigen Links sind. Auf dem richtigen. Da. Okay. Entladen. Muss der ganze Kram da hinten liegen. Fahr ein Stückchen weiter. Und hier wieder beladen. Müsste das eigentlich funktionieren? Ich hoffe nicht, dass er jetzt die Ballen, wenn ich jetzt von der anderen Seite dran vorbeifahre, dass er die wieder auflädt. Aber das werden wir gleich sehen. Also die Map ist insoweit sehr gut konstruiert, muss ich sagen. Mal abgesehen von diesen Gräben, aber gut, da kann man durchfahren mit ein bisschen Zirkeln. Man hat hier in der Vorwende genug Platz und muss das Ganze nicht auf dem Feld machen. Finde ich, muss ich sagen, sehr schön. Somit kann man, wenn man denn normale Maschinen nutzt, hier zum Beispiel zum Sehen, den Helfer auch nutzen, ohne dass der sich ewig an irgendwelchen Bäumen festfährt. Weil die Helfer sind so ein bisschen dusselig, die fahren regelmäßig gegen irgendwelche Bäume oder Laternen, Zäune. Und bei der letzten Map, die ich angespielt habe, war es halt so, da sind im Rand, im Feldrandbereich, sind teilweise hier diese, der Name nicht ein, verdammte Naht, die Metalldinger an der Seite, an der Straßenseite, Mann, Leitplanken, jetzt habe ich's, sind da montiert und da bleibt er halt eben regelmäßig dran hängen. Was natürlich blöd ist. Also man muss regelmäßig kontrollieren, ist er noch unterwegs oder hängt er an irgendeiner Leitplanke oder an irgendeinem Baum. Oder man geht vorher bei und fällt sämtliche Bäume ums Feld drumherum, dass er da halt nicht festhängt. Aber, naja. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Map gefunden, die ist tauglich und glaube, hier kann man ein bisschen was reißen. Was mir so also gerade einfällt, ja, unten in der Videobeschreibung ist natürlich auch die neue TS-Adresse drin. Denn wir sind umgezogen, beziehungsweise ich bin umgezogen. Wir gibt es ja leider noch nicht. Bin umgezogen auf einen anderen Server. Ich bin vom alten Anbieter weg, bin jetzt auf NetCup. Die bieten halt einfach bei gleichem Geld mehr Leistung. Und ja, bis jetzt muss ich sagen, läuft das Ganze relativ störungsfrei. Abgesehen davon, dass ich jetzt, was den Minecraft-Bereich betrifft, noch nicht alles 100% eingerichtet habe. Ich habe zwar einen 1.7.1.8-Server laufen, aber will das Ganze jetzt noch mit hier Bungee Cord irgendwie vertüddeln. Nur muss ich mich da erst ein bisschen mit hinsetzen und mit beschäftigen. Bin nicht so ein Mensch, der unbedingt immer alles von anderen Leuten machen lassen muss. Ich versuche das möglichst irgendwie selbst hinzubekommen, weil ich nicht so gerne bei anderen Leuten battle. Ich habe zwei Angebote bekommen von einigen vom Donkey Kongi Team. Nur ich habe immer so dieses Gefühl bei solchen Sachen, mal würde die anderen Leute im Prinzip ausnutzen. Ups, verfahren. Würde die Leute da in irgendeiner Weise ausnutzen, weil sie halt eben ja was für meinen Server tun. Und das mag ich eigentlich nicht so gerne. Bin ich da ja ganz offen. Von daher also
versuche ich das natürlich möglichst alles selber irgendwie hinzukriegen. Vielleicht, dass da einer von den Kumpels dann nochmal rüberschaut und einfach mal eine Einstellung noch vornimmt. Gut, ich werde hier ein bisschen weiter mähen. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Ja, nochmal zurück hier beim Landwirtschaftssimulator 2015. Nach wie vor immer noch auf der gleichen Map und immer noch bei der gleichen langweiligen Arbeit. Ja, ich habe mich entschlossen, die Folge doch noch ein wenig zu verlängern, weil sie war dann doch ein bisschen sehr kurz. Aber mal schauen, vielleicht machen wir noch irgendwas anderes, als hier so übers Feld zu zuckeln. Denn ist noch einiges zu tun. Ich will noch mal schauen, ob eventuell noch so die eine oder andere Feldgeschichte zu kaufen ist. Leicht investiere ich das Geld auch tatsächlich in eine Fabrik. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren. Also dieses Licht hier bei mir im Wohnzimmer macht mich irgendwie irre. Da ist irgendwo ist da ein kleiner Fehler im Trafo. Da ist wohl irgendeine kalte Lötstelle drin. Jetzt schaltet man das Licht ein. Zurück. Schaltet man das Licht halt ein und nach einer Weile geht es dann wieder aus, weil der Trafo irgendwie heiß wird. Und ja, dann bleibt es eine Weile aus und dann geht es wieder an. So, warte mal hier, das machen wir erstmal über den und den. Nervt nämlich. Oh, Schlitterditter. So, Sojabeans. Ja, wir machen das jetzt mal ganz elegant. Wir fahren mal nicht durch die Frucht und schlittern hier einfach ein bisschen durch die Gegend. Ja, mit 200.000 sind bis jetzt drin, gleich 300.000. Da fährt er schon nicht mehr so ganz gut geradeaus. Fährt auch nicht mehr so wirklich schnell auf Anhieb. Frühzeitig anfangen zu bremsen, sonst kacheln wir da gleich mit Schwung rein. Auf hier rumzuhüpfen. Oh, überladen, starten. Ja, durch diesen kurzen Radstand ist natürlich dieses Schaukeln hier, das ist natürlich ein bisschen blöd, nicht? Vorne zieht das Gewicht runter, hinten drückt es runter. Vorne zieht es runter, hinten drückt es runter, nee, ist klar. Auf jeden Fall ruckelt das hier ganz schön hin und her. Ist vielleicht auch nicht so unbedingt so gedacht. So. Nicht da reinfahren. Schön drumherum. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir für Sojabeans kriegen. Wo haben wir sie? Ich brauche auf jeden Fall definitiv jetzt erstmal mehr Geld. So, Sonnenblume, Salat haben wir noch nicht. Kartoffeln, Weizen, Pellets. Ja, Komposterde. Oh ja, Beans. Ja, klar, wir haben ja keine im Lager. Also ist hier Müll. In der Flormehl, irgendwie in der Dings. Okay. Mal 730. Okay. Bombe. Wo ist die? Oh ja, das war natürlich klar. Wir sind am Arsch der Welt, auf Deutsch gesagt. Jetzt fahren wir doch mittendurch. Und müssen ungefähr in diese Richtung elendig weit. So, geradeaus, Attacke. Ich glaube, mit 500.000 loszufahren wäre jetzt blöd, weil das versenkt uns garantiert irgendwo. Da vorne kommt jetzt gleich ein Wassergraben. Dass er da einigermaßen heile durchkommt.
könnten natürlich auch die Brücke da nutzen. Außer wir treffen die. Langsam. Lalalala. Okay. Ja, wir fahren auch nie über die Brücke. Ist fein. Das Licht wieder an, toll. So, da die Flormilch da ist, gehen wir hier lang, fahren hier bis zum Schluss runter. Komm, Tempomat rein und go. Da unten angekommen sind, haben wir wahrscheinlich Vollgas erreicht. Ja, vielleicht sollten wir langsam mal schon mal auf den Gas gehen. Bremsen, brems. Und um Kurve rum. Juhu, Lüder. Ich würde sagen, auf dem Rückweg könnten wir ja eigentlich, wenn ich das hier so sehe, gleich Gras mitnehmen. Ach, kommen wir da heile rüber. Das ist ein Bach, durch den man nicht durchfahren kann, das habe ich probiert. Es sind schon gigantische Felder hier, das ist schon nicht schlecht. Und ich bin durch. Gucken, was haben wir jetzt? 386.000. Richtig? Aber so viel jetzt nicht. Naja, 232.000 noch. So, schmeißen wir mal unseren Gartenhäcksler hier an, den ich bald gesagt habe, den Rasenmäher an. Und wenn wir schon mal hier sind, sehe ich gerade, da hinten ist noch eine BGA. Mitten durch die Tankstelle gemäht. Schon. Das ist nämlich die zweite BGA. Hier gibt es mehrere. Unten gibt es nämlich BGA Sounds und da oben war wohl noch so eine. So, mal gucken. Da mähen wir mal einmal außen rum hier. Gucken, ob wir da hinten lang kommen. Sieht nicht so aus. Ne, machen wir das nicht. Dann fahren wir einmal hier rum. So. Gehen wir mal hier ein bisschen lang, am Graben lang. Ein bisschen ordentlich aussieht. Und kippen mal ein bisschen was in die BGA rein. Was hier noch so schönes ist, es sieht auch aus, als wenn hier ein Heizkraftwerk ist. Ja. Gucken, weil das Gras werden wir da nicht loswerden, vermute ich mal. Ja, Gras wird hier nicht angenommen. Was hier Craft ist, das sagt mir jetzt im Moment auch nichts. Auf jeden Fall kann ich das hier nicht reinkippen. Oh, ich müsste Strohschnitt oder irgend so ein Kram sein. Was kostet die BGA hier? Ja. Auch 240.000. Das jetzt hier zwar reinkippen, aber das ist weg. Ich weiß nicht wieso. Das jetzt hier reinkippen. Was? Und dann ist weg. Dann wird sich da so direkt in den Trichter. Das taucht nicht auf.
halt nur aus dem Fahrzeug raus. Irgendwas ist da noch nicht so, wie es sein soll. Aber wir mal gucken. Aber nicht so tragisch. So, hatten wir hinten noch was in der Ecke? Wenn wir schon mal gerade hier sind. Nee, außer der Tankstelle nix. Und dann fahren wir erstmal sicherheitshalber nachtanken. Geschalteten Werk tanken fahren geht, kann man machen. Ja, hier war ich ja schon überlegen, ob ich nicht vielleicht mal den Tankinhalt ein bisschen modifiziere. Ja, relativ einfach. Und in den Fahrzeugen so ein bisschen rummodifiziert, um einfach ein bisschen mehr oder ein bisschen länger fahren zu können. Vielleicht auch den Spritverbrauch einfach ein bisschen runternehmen, anstatt den Tank zu vergrößern. Weil dieses Ding hier, das schluckt ganz schön. Aber ist nicht. Nur so regelmäßig irgendwie hier am Tanken mit dem Teil. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verfahren, aber das ist nicht schlimm. Weil wir wollen hier mal das Ding voll machen. Sind hier noch genug Bäume, wenn man noch richtig klasse Kohle macht. Sollte halt nur nicht vergessen, wenn man die ganzen Bäume wegholzt, dass man vielleicht auch mal den einen oder anderen Baum noch wieder neu anpflanzt. So also steht man nämlich irgendwann da, hat keine Kohle mehr und auch keine Bäume mehr. Dann heißt es warten, 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 weil bis hier irgendwas gewachsen ist, das dauert ja teilweise ewig. Außer also man geht halt eben rein und gibt Zeitbestimmung. So, nehmen wir mal nicht durch das Wasser durch, sondern über die Brücke. Dahin. Brücke mitgemäht. So, wo fahren wir denn überhaupt hin jetzt hier? Erstmal fahren wir hier wie besoffen, ist das ein bisschen das Gefühl. So, wir kommen da hinten, da ist ein Hof oder sowas in der Richtung. Ja. Ja, fahren wir das nächste Mal hier rechts rein. Dann mal gucken, dass wir das Kram hier mal loswerden, das Gras. Ich glaube, das können wir auf dem Hof in so ein Fach kippen. Davon auch schon mal ein bisschen was drin. Ja, Tiere habe ich auch noch keine, glaube ich. Also ich habe mich da verguckt. Habe ich Tiere? Schafbestand 0, ein Huhn, kein Tier. Na gut. Um hier. Ich müsste eigentlich noch mal so einen Tank kaufen. Dieseltank.
ihre Tankstelle, meine Hoftankstelle auffüllen kann. Sonst ist die nämlich irgendwann leer und dann stehe ich da. Angezeigt auf der Seite. Das war hier Rübenschnitzel, wenn ich nicht irre. Nicht angenommen. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Okay. Also, Heft. Und zumindest mal 170.000 drin, also schon mal. Hüpf. So. Haben wir das auch. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt beenden wir die Folge tatsächlich. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. LS15 oder irgendwas anderes. Wahrscheinlich werden wir in der nächsten Folge ein bisschen was kaufen. Ich sag mal, bis dann. Macht's gut. Haut rein. Ciao.